Willkommen zu den MagiCo-Video-Tutorials. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie die MagiCo-Plus-Dienste aktivieren können. Die MagiCo-Plus-Dienste bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Zusatzdienste via Internet, wie zum Beispiel Fernzugriff über PC und Smartphone, die Wettervorhersage, E-Mail-Versand und viele weitere zu nutzen. Zuallererst gehen wir auf die Webseite www.my-gecko.com und erstellen ein neues Benutzerkonto. Dazu klicke ich oben rechts auf das Schloss und gehe auf Neue Registrierung. Füllen Sie die notwendigen Felder aus. Zusätzlich können Sie die MagiCo-ID Ihres Gerätes mit angeben. Die MagiCo-ID finden Sie im Informationsmenü über die Startseite. Gleichzeitig aktivieren wir den kostenlosen Supportdienst, um bei Bedarf dem MagiCo-Support die einfache Möglichkeit bieten zu können, auf Ihr System temporär und nur für den von Ihnen angebaren Zeitraum zugreifen zu können. Nach kurzer Zeit erhalten wir die Bestätigung per E-Mail, dass unser Benutzerkonto freigeschaltet worden ist. Im zweiten Schritt melden wir uns auf der Webseite mit unserem Account an und wechseln in den Bereich der MagiCo Plus Dienste. Hier wählen wir unsere gewünschten Dienste aus. In unserem Fall entscheiden wir uns, die 90-Tage-Testversion des MagiCo Plus Home Bundles kostenlos zu aktivieren, welche zudem die kostenlosen Dienste wie MagiCo Plus Mail für E-Mail-Versand und MagiCo Plus TimeSync für die Zeitsynchronisation beinhalten und auch über den Testzeitraum hinaus aktiv bleiben. Beim Hinzufügen in den Warenkorb wählen Sie die ID des MagiCos aus, für welchen Sie die Dienste aktivieren möchten. Sie könnten ja mehrere Geräte besitzen. Abschließend tippen wir oben auf den Warenkorb und lassen uns die Dienste kostenlos aktivieren.